Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Auch wenn es noch nicht steht, es ist so. Ja, wer alles den EA Access hat, kann jetzt auch NHL 22, mal den Fernseher leiser, offiziell spielen. Und jetzt mal so ein kurzer Abriss, was ihr am Anfang machen solltet. Wir haben ja nur 10 Stunden Zeit, mit dem wir das Spiel auch testen können vorher. Aber wir sollten natürlich das voll ausnutzen, dass wir hier auch diesen EA Play haben und dass wir es das hier spielen können. Deswegen, und natürlich im HUD, da fangen wir jetzt gleich mal an. Was ihr am Anfang beachten müsst, habt mir ins Klassenbuch, wer es nicht mitbekommen hat, das Klassenbuch löst jetzt die schlaue Liste ab, deswegen hier das Klassenbuch der 5B. Also wenn ihr das Spiel gestartet habt, ganz normal, baut ihr euer Team auf, ihr kriegt das erste Pack, das ihr ziehen könnt und daraus ergibt es dann euer Spieler, euer Team. Schaut bei mir jetzt am Anfang noch wegen Mau aus, ich habe natürlich Colorado als Lieblingsteam gewählt. Jetzt gibt es noch eine Trophäe, sehr schön. Hab aber das Glück gehabt, sogar einen X-Factor-Spieler zu spielen, einen 74er Shea Theodore. Hat jeder, also jeder kriegt den 74er am Anfang mit diesem Eröffnungspack hier. Und so setzt sich dann erstmal das Team zusammen. Die ganzen Loyalty-Packs, also wenn ihr die anderen NHL-Spiele schon vorher gespielt habt, würden erst später irgendwann kommen. Und die sind auch hier verfügbar, wenn es soweit ist. Genereller Tipp am Anfang, ich würde nichts verkaufen. Also alles, was ihr jetzt zieht, aufheben, nichts verkaufen. Sondern wirklich erstmal sparen. Vielleicht braucht das für irgendwann. Und das nächste ist, selbst wenn ihr jetzt auch Geld investiert, es gibt noch niemanden, der jetzt groß euch was abkaufen kann, weil halt noch keiner groß Geld hat. Also der Markt ist noch leer. Vor allem gerade im Bedenken, dass wir jetzt 4 verschiedene Märkte haben, also Xbox Series X, Xbox, was waren es, die One, PS4, PS5, also 4 Märkte, die alle einzeln eigenständig für sich sind. Wenn wir hier keine großen Summen erstmal zusammenbringen, deswegen alles aufheben, was es gibt. Und ja, dann bauen wir jetzt mal das Team ein bisschen auf. Auch hier wieder, wie schon vorher gehabt, die links schießenden Spieler auf die rechte Seite, die rechts schießenden Spieler auf die linke Seite und bei den Verteidigern natürlich das Gleiche. Mache ich jetzt nachher erst, weil wir haben ja noch die 10 Stunden Zeit, deswegen tun wir jetzt hier ein bisschen durchpacen. Ganz allererste natürlich, was ihr machen soll, ist hier diese Tipp-Sets wieder, also hier dieses Tutorial, einfach 5-mal draufklicken, dann gibt er jedes Mal 150 Münzen und bekommt ein Mini-Pack, das machen wir dann noch auf. Das Training Camp ist dann der erste Event, der hier nur für den EA Play da ist. Eine Squad Battle, 5 Hood Rush Spiele, ein Item aus dem Auktionshaus kaufen, ein Rivals Spiel und eine Hood Challenge. Hood Challenge würde ich ehrlich gesagt am Anfang komplett ignorieren. Ich würde meine komplette Zeit jetzt in die Rivals stecken, egal wie schlecht euer Team ist. Alle anderen haben auch ein schlechtes Team. Also ich würde die komplette Zeit in den Rivals verbringen, bis ich bei Diamant oder Platinum bin. Soll jetzt auch nicht so schwer sein, weil es einfach noch wenige Leute gibt, die jetzt hier auf der Xbox exklusiv oder auf der PlayStation exklusiv dann eben Rivals spielen. Also wenn ihr da im Platinum-Rang seid oder im Diamant-Rang, dann rum und dann rüber zu den Squad-Battles spielen, was geht auch. Der Refresh ist jetzt verfügbar. Also ihr könnt ja refreshen, wie ihr wollt. Da würde ich dann meine ganze Zeit drin verbringen. Ist alles so geblieben wie vorher, der Cut für Rivals am Dienstagabend um 23 Uhr, der Cut für die Squad Battles am Mittwochabend um 23 Uhr und der erste Spiel, der erst nächste Woche regulär rauskommt, habt ihr echt gute Chancen, da auch in einem hohen Rang reinzukommen. Alles wie gehabt, ihr könnt, wenn ihr ein Spiel verkackt oder verliert, könnt ihr natürlich das Spiel nochmal wiederholen. Die Anforderungen sind auch gleich. Ihr müsst mit 5 Toren Unterschied gewinnen und mindestens 20 Schüsse aufs Tor machen. Dann bekommt ihr auf der höchsten Schwierigkeitsstufe bei voller Zeit die maximalen Punkte. Und wenn ihr schon merkt, gerade jetzt in dem Trail hier noch, wenn ihr schon merkt, ja, oh, nach dem zweiten Drittel, das wird nichts mehr, brecht das Spiel ab, macht es nochmal neu, kostet euch 500 Münzen, aber das soll dann zumindest die Zeit sparen. Alle Spiele sind dann also insgesamt 2-mal zum Spielen, außer das Team der Woche. Das geht nur einmal. Wenn ihr das dann verkackt, dann ist es so. Also das würde ich auf jeden Fall nicht abbrechen. Dafür bekommt ihr hier auch die doppelten Punktzahl als von einem normalen Squad Battle Team. Und wenn man jetzt hier schaut, wie viele Leute gespielt haben, ja, ein paar sind dabei. Aber ein Sieg sind ungefähr 2000 Punkte. Also das heißt schon mal mit einem Sieg im Profi 1 jetzt erstmal. Wie die Packs genau aussehen, müssen wir uns auch noch anschauen. Aber das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Nochmal kurzer, oder dann machen wir weiter, was auch auf jeden Fall auch empfehlenswert ist, sind die Tipps-Sets zu machen. Und zwar hier, da habt ihr schon einen Collectible bekommen, wenn ihr diese ja einfach nur auf X gedrückt habt. Das heißt, ihr könnt hier auch dann mit, wie kommt man, Manage Inbox, das ist RT. Das heißt, ich kann jetzt hier den rausziehen, kann das hier auswählen und dann gibt es immer wieder, ja, falsch, gibt es immer wieder irgendwelche Sachen, die man dann kriegt. Hier kriegt man dann den
die Tipps, den Reward mit Dreieck ist Y, genau. Und dann kriegt ihr immer wieder hier die Sachen und am Schluss kriegt ihr noch irgendeinen Pack dafür. Hier braucht man einen Bronzespieler und da kommen wir auch über RT rein. Ungeöffnete Boxen war das dann bestimmt, genau hier. Und so aus, erste Mal gerade das Spiel starte, gibt es auch wieder Spieler und da brauchen wir jetzt dann die drei eben, die wir dann ans Set eigentlich schicken müssen. Schicken wir alles in die Collection. Kann man dann aber hier auch auffüllen bestimmt. Und dann gibt ihr auch, kriegt ihr auch wieder die Belohnungen, das ist ja schon wieder Set komplett. Und dann bekommt ihr auch wieder die Belohnungen für, ich habe ein Set komplett gemacht. So, das geht natürlich ganz schnell, das kann man dann alles automatisch auffüllen. Die ganzen Vorbesteller Loyalty Packs, also wer die ganzen vorigen Spiele gespielt hat, sind jetzt noch nicht verfügbar gewesen bei mir. Ich denke mal, die kommen dann erst zum offiziellen Launch vom Spiel. Dann entweder zu Vorbesteller, also am 12. dann oder dann, wenn es wirklich soweit ist, am 15. Habe jetzt noch nichts rausgekriegt. Genau, das machen wir erstmal das nicht noch schnell voll. Das heißt, sollten wir alles schnell voll haben. Goldspieler muss man kaufen, da haben wir keinen gezogen gehabt, beziehungsweise den, wo wir haben, ist schon im Team. Ich würde jetzt auch nicht meinen X-Faktor-Spieler reinstecken, auch wenn es jetzt nur der 74er, haben wir hier einen Goldspieler, ne, auch nicht, den müssen wir einen kaufen. Gibt dann auch wieder schon wieder bestimmt irgendeine Belohnung dafür, dass wir einen Spieler gekauft haben. Machen wir schnell, machen wir doch einen. Nein, keinen, also einer, irgendjemand sollte verfügbar sein im Auktionshaus für, was haben wir, 2200 Münzen. Immer den billigsten, was es gibt, Hauptsache ist Gold. Das ist ja dann schon mal wurscht. Auktionshaus funktioniert auch, so wie es ausschaut. Da gibt es keinen, wahrscheinlich müssen wir ein bisschen mehr noch machen. Also ich würde jetzt auch noch nicht gezwungenermaßen jetzt schon direkt Geld reinpumpen, muss ich sagen. Ich würde warten, bis dann wirklich der erste Event draußen ist, damit es auch was gibt, was man ziehen könnte, theoretisch. Ja, alles 1000. 1000 ist der Minimalpreis. Wir nehmen den, ist ja eigentlich total egal. Kauf mal schnell an die Collection. Auktionshaus auch mit Prime. Die Buy Now Range war ja vorher nicht drin im NHL 21. Das kam ja erst dann später irgendwann rein. So, haben wir auch wieder das Set voll. 78 war so egal. Lang fürs Anfang. Man kriegt hinten eh was. Von dem her ist es auch egal, was man jetzt hier genau einsetzt oder zieht. Für diejenigen, die jetzt aber doch gerne Geld reinpumpen möchten, würde ich das auf jeden Fall, wenn dann hier investieren, in diesen X-Factor Player Choice Pack, weil das hat einen 30 Tage Cooldown. Also wenn ihr jetzt eigentlich einmal das Set voll macht, dann müsst ihr 3 Tage warten, bis ihr den nächsten X-Factor Spieler euch machen könnt, den nächsten 74er, 77er, einen von den 5, die ihr dann auswählen könnt. Also da würde ich auf jeden Fall, wenn ihr Geld reinpumpt, hier das Set zumachen, damit ihr dann schon voraus seid und halt, ja, dass die anderen, die dann als das Spiel regulär holen oder dann selbst mit der Vorbestellerversion holen oder kein EA Play haben, dann eben, ne, dass ihr den Vorteil habt, einfach den Spieler oder dann den zweiten Spieler oder den nächsten Spieler schon zu haben, bevor die Allgemeiner dann loslegt zu spielen. Die ganzen Goldspieler, die ihr zieht, würde ich auch nicht jetzt irgendwo lassen, sondern ich würde die in den Teambildern, also zumindest die NHL-Spiele, in den Teambildern bunkern, damit die da schon mal safe sind, weil das lohnt sich auf jeden Fall, Spiele sich an den Teambilder zu machen. Jetzt hier schon mal die ersten Belohnungen, die wir haben. Die ist jetzt aus den ganzen Sets und alles gab. Schau mal die Animation an, die schaut ziemlich noch gleich aus wie beim vorigen NHL. Gucken, ob wir irgendwelche Spieler vielleicht kennen, ob wir hier auch wieder vom Corey Perry und vom Blake Homo Fluch verfolgt werden. Hier gibt es ein 81er Player Pack, Choice Pack, okay. Schauen wir, ob da was. Ah, das war das andere. Da musste man erstmal basteln, ob ich die irgendwo unterbringe. Auch mit ganzen Synergien erstmal durchsteigen, wie das überhaupt funktioniert. Pinjana. Einer vom SC Bern zumindest. Hier haben wir noch ein Mini Pack. Und ich soll alles aufheben. Außer Silberspieler. Silberspieler würde ich auf keinen Fall aufheben, sondern direkt in die Sets stecken. Die braucht kein Mensch. Und ich muss den Ton hier noch ausmachen, sonst kriege ich wieder einen Copyright Strike. Danke fürs Erinnern. Und was mir gerade aufgefallen ist, das finde ich auch echt cool, man kann die X-Factor-Spiele direkt im Lineup upgraden. Also wenn ich jetzt hier auf Shade Theodore gehe, dann kann ich hier gleich auf Player Upgrade machen und kann dann direkt, hier kann ich die Synergien auswählen, genau, da haben wir noch keine zur Wahl jetzt. Und dann kann ich hier direkt sagen, ich mache für 500 Münzen den auf 76,
Wie geht es dann? Machen wir dann drücken. Ich habe keine, ah, doch, ich hab 500 Münzen habe ich noch. Ja, und da ist es 76 Euro. Ich denke auch fast, dass es dann so ist, dass man die ganzen Statistiken behalten kann, weil es ja keine neue Juhu-Trophäe oder Achievement heißt ja hier. Jetzt kann man für 500 habe ich nicht mehr, aber da kann ich dann schon auf 78 machen. 500 nochmal auf 79. Also den sollte man recht schnell dann auch zumindest auf die 83er Version machen. Hier auch wieder, da braucht man die Basiskarte dazu. Also da alle Basiskarten, wo er kriegt, gerade was die X-Factor-Spieler sind, wirklich aufheben. Und dann ist der auch recht schnell oben. Also finde ich auf jeden Fall schon mal cool, dass man es direkt hier im Lineup machen kann. Und schon ist auf 76. Und wenn ich jetzt noch ein Spiel mache oder irgendwas erledigt, dann bin ich ja auch schon wieder auf 77. Also das kann ja wirklich von hilfreich sein. Sam Girard, den besten Spieler, den ich eben auf der Xbox je gezogen habe, den 98er, ist auch schon wieder mein bester Spieler hier. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, kann man auch so lassen. Hier auch nochmal eine Info zu den Ability Limits. Also jede Zone oder Superstar-Abilität hat eben Punkte. Und aktuell gibt es ein Limit für alle HUD-Spiele und es kann aber sein, dass dieses Limit nach und nach noch, das da bin ich jetzt verdeckt, da bin ich gerade drüber, aber dass ich noch, dass es nach und nach eben ja noch erweitert wird. Jetzt sind wir gerade bei, was ist der Anfang jetzt hier, bei 35, in der Demo waren es bei 30. Kann auch sein, dass es dann hochgeht, irgendwann nach 50, 60. Finde ich recht realistisch, weil die Spieler werden auch doch besser geredet bekommen. Mehr Synergien, doppelte Synergien, das ist auf jeden Fall auch gut. Und natürlich nicht vergessen, gibt es auch hier im Store wieder dieses Starter Pack. Das ist umsonst. Kostet nichts. 20 Spieler. 20 Items, mindestens 9 Spieler. Mal gucken, vielleicht ist da gleich was dabei. Ich habe da die Musik deaktiviert. Warum ist denn schon wieder da jetzt? Also, es sollte für den Anfang auf jeden Fall 500 Münzen. Können wir schon mal ein Upgrade machen? 1000 Münzen. Können wir noch mehr Upgrade machen? Noch mehr Upgrade. Ein Ascalafrenier. Also, Kartenlayout, muss ich sagen, finde ich echt geil. Ich finde es fast ein bisschen übertrieben. Der Loading hat es gestern schon passenderweise exakt. Etwas übertrieben, aber gut, auch alle Spiele untauschbar. Aber es soll ja für den Anfang auf jeden Fall mal genügen. Und noch einen Coach, okay. Schon mal Geld, können wir den Upgrade schon wieder vom, wie heißt der Kollege, vom Theodore machen. Haben wir es auch gleich. Können wir Theodore gleich theoretisch zum Captain machen, weil der wird jetzt erstmal so lange drin bleiben. So, hier auch wieder Player-Info und dann direkt. Upgrade, ja. Dann können wir da den direkt. 500 Münzen haben wir auch noch. Und so sind wir dann schon mal bei einem. Ab Tier 7 kriegt dann die zweite Synergie dazu. Den Heatseeker haben wir auch an als Zone Ability. Jetzt sind wir schon bei 80. Ja, 1000 kriegen wir auch noch hin. Jetzt wird es wahrscheinlich nichts mehr werden. Nee, 6500 oder den Basis. Schauen wir mal, den Basis vielleicht sogar haben. Nein, haben wir nicht. Aber so können wir dann den direkt upgraden auch auf den nächsten. So schaut's aus. So, das war's jetzt für den ersten Überblick, wie ihr zurechtkommt. Ich habe schon noch mal ins Klassenbuch, ob noch irgendwas drin steht. Nee, da steht nichts mehr drin. Im nächsten Video mache ich dann noch eins über die ganzen 32, habe ich glaube ich jetzt gesehen, Icons, ne, sind mehr als 32, was haben wir gesagt, 63 sind es, Icons, die hier jetzt gibt am Anfang, oder die man schon sehen zumindest, die bei 84 und drüber anfangen, die man dann upgraden kann. Auch hier ist schon der erste Upgrade verfügbar. Deshalb im nächsten Video schalte wieder ein und danach spielen wir mal eine Runde auf live auf Twitch. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da und natürlich schaut bei Twitch vorbei. Und auch hier kommt auch wieder regelmäßig neue Sachen. Dankeschön. Und immer dran denken, sauber bleiben.